Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Runaway 2. Wir sind immer noch am Luana Strand, haben uns jetzt hier so ein bisschen umgeschaut, waren hier hinten bei diesem Fotoautomaten, haben uns mit dem Kuttenmenschen also unterhalten, beziehungsweise ja, mit ihm geschrieben, kann man wohl eher sagen. Und jetzt gehen wir doch mal hier hin. Mechanischer Stier, da bin ich ja mal gespannt. Der scheint nicht sehr typisch für Hawaii, aber ich kann mir vorstellen, dass er mehr Spaß macht als eine mechanische Schildkröte. Ja, dann gehen wir doch mal dahin und schauen uns das genauer an. Ja, und dann haben wir hier dann, ja, müssen wir nochmal zum Touristenbüro als nächstes. Wir wollten ja auch nochmal mit Lokelani sprechen. Der Tourismus ist wirklich was Feines. Ich würde sagen, dass Rodeos und mechanische Stiere so hawaiianisch sind wie Koalas. Nur so als Beispiel. So, aber das sieht auch alles schon recht zerfallen aus. Hier ist eine Flasche, die können wir aber nicht anschauen. Die Klappe, okay, da scheint es dann runter zu gehen. Und das ist der Stier. Mehr scheint es hier dann aber nicht zu geben. Na gut, dann gucken wir uns doch das mal alles nacheinander an. Das Ding sieht eher wie ein Büffel aus und nicht wie ein Stier. Aber wir wollen nicht pingelig sein. Ja, Brian, steig auf. Ah ja, aber das Problem ist, das Ding wird nicht funktionieren, oder? Also sieht zumindest nicht so aus, als würde es funktionieren. Nein, der ist so kaputt, dass mir sonst was passieren könnte. Außerdem funktioniert er wahrscheinlich nicht. Okay, na dann werfen wir noch mal einen Blick hier rein. Dadurch erreicht man die Maschine, die den Stier zum Bocken bringt. Ja, kann sein, dass ich was Interessantes finde. Das denke ich mir aber auch. Oder etwas Gefährliches. Was für ein Desaster. Die größte Gefahr dort drin ist die einer Tetanusvergiftung bei der Menge an rostigem Eisen. Hast du jetzt da irgendwas erkannt? Was uns vielleicht was nützt. Hier können wir aber sonst tatsächlich nichts weiter anklicken. Viel Unterschied macht die Klappe nicht. Die Plattformseiten sind löchrig wie Schweizer Käse. Okay, aber offenbar können wir da jetzt erstmal nichts tun. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Weil hier, das bringt uns ja auch alles nichts. Bevor wir jetzt wieder zur Bar gehen, würde ich dann doch noch mal kurz Richtung Seafood Kahuna, genau. Weil bei dem Touristencenter waren wir ja schon. Da ging es ja nicht rein. Ich denke mal, da wird es jetzt auch nicht reingehen, aber zumindest kann man sich da ja mal ein bisschen umschauen. Und dann wäre da ja immer noch der Soldat. Vielleicht kann man sich mit dem auch nochmal unterhalten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich komme nicht rein. Es ist abgeschlossen. Okay, das ist also auch abgeschlossen. Naja, war ja eigentlich schon zu erwarten. Hier geht's wieder zur Landstraße. Hier können wir uns den Soldaten aus der Nähe anschauen. Werden wir auch gleich mal machen. Aber genau, hier kommen wir noch hin. Zum Kellereingang. Vielleicht können wir ja so da einbrechen. Mal sehen, ob wir da vielleicht was entdecken, wie wir da reinkommen könnten. Okay, das ist auch erstmal abgeschlossen hier alles. Die Doppeltür führt wahrscheinlich in den Keller. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Na, öffnen können wir das nicht, logischerweise. Das wird wohl erst gehen, wenn ich das Brett da weggenommen habe. Na, dann probieren wir das doch mal. Es verhindert, dass die Doppeltür sich öffnen lässt. Unmöglich. Man sieht mit bloßem Auge, dass das Holz viel zu stabil ist. Okay, hier ist ja auch noch irgendwie ein Schloss. Aber wahrscheinlich müssen wir das dann irgendwann mal loswerden, dieses Brett. So, was ist denn mal hier im Container? Ein ganz normaler Müllcontainer. Ist da was drin, Brian? Schätze, ich komme nicht drum herum. Mal sehen, was drin ist. Sehr gut, du hast das richtig erkannt. Ich hoffe, drin riecht es besser als hier draußen. Mülltüten, alte Zeitungen. Ah, das kann man doch gebrauchen. Eine Packung Butter, fast voll. Und? Nein. Ich glaube nicht, dass man noch etwas davon wiederverwenden kann. Na gut, immerhin haben wir ein Stück Butter gefunden. Das ist ja auch schon mal nicht ganz schlecht. Vielleicht können wir irgendwas damit schmieren oder so.
immer hier mehrere mechanische Geräte. Gut, aber sonst scheint jetzt hier erstmal nichts zu sein. Auf jeden Fall sollten wir uns den Müllcontainer merken. Das kann sein, dass wir da später nochmal reinschauen müssen. So, dann gehen wir doch mal zu dem Soldaten. Ich bin nicht davon begeistert, nochmal mit den Soldaten zu sprechen. Aber wenn es nicht anders geht... Nee, es geht nicht anders. Wir sammeln ja immer noch Informationen und vielleicht kann er uns da die ein oder andere geben. Aber dann haben wir hier tatsächlich alles angeschaut. Mensch, der Knabe liest ja. Ich hoffe, diese gute Eigenschaft macht ihn sympathischer als seine Kameraden. Hallo, guten Morgen. Marine Zachariah O'Connor zu Ihren Diensten, Sir. Was meinen Sie mit zu Ihren Diensten? Entschuldigen Sie meine Kühnheit, Sir. Aber ich kann einen Offizier erkennen, auch wenn er inkognito ist. Das ist ja lustig. Warum glauben Sie das? Weil Sie sehr kräftige Farben benutzen, um andere auf Ihre Person aufmerksam zu machen. Und genau das würde keiner von jemandem, der inkognito ist, erwarten, Sir. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sir. Ich glaube, das ist sehr intelligent Ihrerseits, Sir. Wenn du meinst, nur eins. Könntest du versuchen zu sprechen, ohne zu schreien? Unmöglich, Sir. Ich bin halb taub. Und wenn ich nicht schreie, laufe ich Gefahr, nicht zu wissen, was ich gerade von mir gebe, Sir. Schon gut. Mal gucken, was ich ihm jetzt so erzählen könnte. Soldat O'Connor? Ja, Sir. Ja! Oh Mann. Hast du zufällig gesehen, wie ein Mädchen heute Morgen vom Himmel in den See gefallen ist? Das könnte jetzt unsere Chance sein, tatsächlich. Was rauszufinden, wenn er denkt, Brian ist irgendein Offizier da. Hast du zufällig gesehen, wie ein Mädchen heute Morgen vom Himmel in den See gefallen ist? Nein, Sir! Nein! Ich benutze das Cappy immer so, Sir. Deswegen sehe ich überhaupt nichts, Sir. Warum setzt du das Cappy nicht so herum auf, dass du auch sehen kannst? Waldarbeitergewohnheit, Sir. Um die Augen zu schützen, Sir. Es schützt die Augen vor Holzspänen und verhindert, dass man Vogeldreck ins Gesicht bekommt, wenn man auf Bäume klettert, Sir. Ich frage mich, was du jemals für die Armee tun kannst. Du bist halb taub und siehst nichts. Ich bin ein voll ausgebildeter Späher, Sir. Bevor ich zur Armee kam, war ich Waldarbeiter. Niemand in der Truppe kann so schnell auf Bäume klettern wie ich, Sir. Okay, das könnte uns vielleicht noch helfen. Ich würde gern sehen, wie du auf den Baum kletterst. Sehr gern, aber man braucht dafür ein Seil. Und ich habe hier kein, Sir. So, so. Du kletterst also auf Bäume, um zu spionieren. Sobald ich den Colonel sehe, werde ich dich des Hochverrats anklagen. Sehr einfallsreich, Sir. Ein Zauberspion? Hochverrat? Sie und Ihre Begleiterin lachen sich doch bestimmt halb tot, Sir. Meine Begleiterin? Ich meine das Mädchen, das sich als Kellnerin verkleidet hat, Sir. Das Mädchen, deren Körper ich nicht zu beschreiben wüsste, ohne ein paar unanständige Wörter zu benutzen, Sir. Wahrscheinlich gehört sie zur Militärpolizei und hat die Mission, Alkoholiker unter den Soldaten zu entlarven, Sir. Ja, bestimmt. Das wird so sein. Bring mich bitte ins Camp. Zum Teufel, Sir. Das kann ich nicht. Die Leute würden sich wundern, wenn sie einen Zivilisten herumspionieren sehen. Irgendjemand würde sie entdecken und ihre Pläne wären zunichte, Sir. Okay. Dass Sie mich erkennen könnten, ist allein mein Problem. Ich weiß. Sie stellen mich auf die Probe, Sir, und wenn ich in Ihre Falle tappe, werde ich wahrscheinlich im Gefängnis landen. Deswegen sehe ich mich gezwungen, Ihnen zu sagen, Sir, nein, Sir! Man hat mir erklärt, niemand würde mich behelligen, wenn ich mit Soldat O'Connor reinkäme. Sir, ja, Sir! Nur Professor François Pignon ist ermächtigt, das Camp mit mir zu betreten, Sir! Oh, wer ist denn das? Wer ist Professor Pignon? Ich habe ihn noch nie gesehen, Sir. Ich habe nur den Befehl, ihn ins Camp zu bringen, sobald er hier ankommt. Und ich muss ihm zu Diensten sein, solange er sich auf der Insel aufhält, Sir. Ach ja, man hat mir ein Foto gegeben. Sehen Sie? Welcher ist er? Der mit den dichten Augenbrauen und der Warze? Nein, Sir. Der alte Herr ist Professor James Simon. Ein netter Herr. Er wurde vor ungefähr einem Jahr pensioniert. Das heißt, Pignon ist jung? Sie sind ein Fuchs, Sir. Ich hätte es nie im Leben erraten. Ich glaube, wir müssen an das Foto kommen.
Wir haben ja von Lucellani gehört, dass sie ja Visagistin war und durchaus in der Lage ist, jemanden also umzuschminken. Und dafür braucht sie aber ein Foto von demjenigen, der geschminkt werden soll, und ein Foto von dem Endergebnis praktisch. Und das wäre jetzt genau unsere Chance, irgendwie ins Camp zu kommen und uns da ein bisschen umzusehen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Hast du mal daran gedacht, dass ich dich ausliefern kann, weil du vertrauliche Informationen weitergibst? Sie bringen mich in Verlegenheit, Sir. So oder so bin ich dran. Egal, ob ich die Wahrheit sage oder lüge. Ich bin ein einfacher Soldat und kann nicht mit Ihrer teuflischen West Point-Logik konkurrieren, Sir. Weißt du, wie er ankommen wird? Ich würde sagen, müde, Sir. Ich meinte, welche Transportmittel er benutzen wird. Ich weiß es nicht, Sir. Aber ganz gleich, ob er per Flugzeug oder per Schiff ankommt. Sie müssen zugeben, dass er müde sein wird, Sir. Vor allem, wenn er schwimmend ankommt, Sir. Reden wir über was anderes. Wie Sie befehlen, Sir. Okay. Ja, vielleicht hat er ein Stück Kreide. Das wollte ich eigentlich auch Lucellani fragen, aber wenn wir schon mal hier sind. Hast du vielleicht ein Stück Kreide? Sir, nein, Sir. Aber in der Schule habe ich gelernt, wie man welche herstellt. Es ist ziemlich kompliziert, Sir. Man muss etwas Gips zerreiben und ihn dann mit Kleber mischen. Das Ganze stopft man dann in ein Reagenzglas, Sir. Klar. Und der komplizierte Teil? Das ist alles, Sir. Ich verstehe. Noch was, O'Connor. Bleiben Sie auf Ihrem Posten, Soldat. Denken Sie daran, ich werde Sie beobachten. Zu Ihren Diensten, Sir. Na, das sollten wir doch sogar hinkriegen. Ich meine, sowas Ähnliches wie ein Reagenzglas haben wir ja schon. Da fehlen dann nur noch der Rest der Zutaten. So dumm, dass er keine Türen hat. Ich hänge so gern den Ellenbogen aus dem Fenster. Ich kann ihn O'Connor nicht vor der Nase wegschnappen. Ja, ich hätte gerne das Heft. Aber dazu müssten wir den wahrscheinlich ablenken. Ich habe da auch schon eine Idee, wie das gehen könnte. Denn er hat ja gesagt, er kann auf Bäume klettern und so. Und wenn wir tatsächlich ein Seil irgendwie bekommen, können wir ihn ja den Baum hochscheuchen und uns dann das Foto schnappen. So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder. Da gehe ich lieber nicht so nah ran. Die ist voller Harz. Das ist gut. Harz können wir doch gebrauchen. Das ist ja so ähnlich wie Kleber. Können wir das hier vielleicht irgendwie da reinmachen? Harz ist nicht gerade der beste Kleber, aber es könnte funktionieren. Ich hoffe, der Deckel bleibt drauf. Sonst kann ich meiner Tasche und allem, was ich darin habe, Lebewohl sagen. Okay, dann war das schon mal. So. Können wir da sonst irgendwas machen? Klettere auf die Palme? Da gehe ich lieber nicht so nah ran. Die ist voller Harz. Okay, den Harz haben wir ja jetzt schon. Dann gehen wir nochmal zurück zu Lucellani. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass wir jetzt hier Kreide herstellen können, dass sie auch keine Kreide hat. Aber wir werden das nochmal genauer beforschen. Hallo Lucellani. Erzähl, Kaimi. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, der Fotoautomat. Oder erstmal die Kreide. Könntest du mir noch etwas Kreide geben? Es tut mir leid, ich habe keine mehr. Mein knauseriger Chef stiehlt sie aus der Schule und gibt mir kein neues Stück, solange das vorige nicht aufgebraucht ist. Das ist aber schlecht. Okay, das heißt also, wir müssen wirklich selbstständig neue Kreide herstellen. Anders funktioniert's nicht. Aber was weißt du denn über den Fotoautomaten? Das ist doch vielleicht mal ganz interessant. Ich meine, das funktioniert alles nicht, aber wenn wir für das Make-up hier tatsächlich ein Foto brauchen von Brian, dann wäre das ja eine Möglichkeit, das zu bekommen. Aber dann wäre es vielleicht sinnvoll, erstmal nach dieser Software zu fragen. Erzähl mir mehr über die Software für Kino-Make-up. Das Grease Paint Pro? Unglaublich, nicht wahr? Ein paar Sachen hatten wir davon ja schon. Das hier wäre vielleicht wichtig. Kannst du mich mit diesem Grease Paint Pro so zurechtmachen, dass ich jemand anderem ähnlich sehe? Klar, aber du müsstest mir ein Foto von dir bringen und eins von der Person, der du ähneln möchtest. Warum machst du nicht selbst ein Foto von mir? Du hast doch bestimmt den allerneuesten Fotoapparat. Ich hatte einen. Das ist der einzige Nachteil daran, einen Berufsdieb als Ex-Freund zu haben. Okay, also müssen wir tatsächlich an den Fotoautomaten ran.
Und den Rest haben wir aber, denke ich, schon mit ihr besprochen. Ich werde jetzt das nochmal anklicken. Was hat es mit diesem Grease Paint Pro auf sich? Das ist die Software, die wir Filmvisagistinnen benutzen. Man scannt ein Bild von der Person ein, die das Make-up bekommen soll. Und eins von der Figur, die gespielt wird. Ein paar Sekunden später bekommt man verschiedene Schminkvorschläge und eine Liste der Materialien, die man benutzen muss. Dazu bekommt man auch gesagt, was zu retuschieren oder hervorzuheben ist. Mit anderen Worten, ein sehr kostspieliges Wunderprogramm, das sich nur die großen Produktionsfirmen leisten können. Okay, aber dann brauchen wir definitiv als erstes die Fotos und ich denke mal, dann werden wir sicherlich noch das ein oder andere an Material ranschaffen müssen. Aber Grease Paint Pro allein genügt wohl kaum. Ohne Talent kommt man nicht weit. Ohne Talent oder PC, Scanner, Drucker oder gar Make-up-Zubehör. Ich möchte ja nicht angeben, aber ich habe alles da. Das ist das Gute daran, einen Informatiker als Ex-Freund zu haben. Er kann dir einen Home-PC einrichten, der besser als der von manchem Profi ist. Worüber sprachen wir gerade? Ihr Männer seid alle gleich. Ihr seid so damit beschäftigt, uns aufs Dekolleté zu gucken, dass ihr nicht auf unsere Worte achtet. Deswegen hat das Ganze keinen Sinn. Lass uns über was anderes reden. Okay, so, dann kommen wir doch aber direkt mal zum Fotoautomaten hier. Was weißt du über den Fotoautomaten hier in der Nähe? Naja, das gehört zum Touristen-App, auf den mein Chef bestand. Und was ist daran nicht in Ordnung? Nein, tatsächlich funktioniert er einwandfrei. Wahrscheinlich ist er nur nicht an den Strom angeschlossen. Wo bekomme ich Chips für den Automaten? Normalerweise werden sie im Laden verkauft, aber da er geschlossen wurde... Tja, wenn du einen richtig großen Hebel hättest, könntest du die Plattform anheben, auf der der Fotoautomat steht. Mehr als ein Tourist hat dort sein Geld verloren, weil die Münzen in die Spalten zwischen den Brettern fallen. Und wenn mein knausriger Chef sieht, dass die Chips sich stapeln, wirft er alle Kunden raus und holt sie sich. Okay. Das heißt, wir müssen unter die Plattform und versuchen, so einen 5-Dollar-Chip da zu bekommen, um den Automaten zu bedienen. Und wir müssen ihn wahrscheinlich noch irgendwie an das Stromnetz anschließen, anders wird es nicht gehen. Habe ich dir erzählt, dass ich noch nie auf einem mechanischen Stier geritten bin? Du wirst auch nicht auf ihm reiten können. Er ist seit Ewigkeiten kaputt. Ich glaube, der Letzte, der darauf gestiegen ist, war mein Ex-Freund. Das war mit Sicherheit Brian. Aber nein, das war Georgios. Er stieg auf den Stier und schrie, und los, Loke, das ist für dich. Dann habe ich auf den Knopf unter der Theke gedrückt und er begann Faxen zu machen, bis ich müde wurde und den Stier ausgeschaltet habe. Okay, und seit wann funktioniert der jetzt nicht mehr? Seit wann funktioniert der Stier eigentlich nicht mehr? Lass mich überlegen. Wann ist Georgios nach Griechenland zurück? Georgios war vor Atahualpa. Atahualpa kam vor Vincenzo, Vincenzo genau vor Nanuk. Danach kam Joao, dann Victor, Wole, Lars, Sean. Ja, es muss ungefähr vor 12 oder 13 Ex-Freunden gewesen sein. War dein Freund ein solcher Mistkerl, dass er sogar den mechanischen Stier kaputt gemacht hat? Nein. Aber er kam von einer Insel, wo die Leute über Stiere springen. Er stieg auf den Stier und begann, Handstand zu machen und sich darauf zu drehen. Er sagte, es sei eine Frage des Gleichgewichts und der Fähigkeit der Vorwegnahme, aber ich glaube nicht, dass es so einfach war. Okay. Gut, da können wir jetzt also aktuell nichts machen. Interessiert uns aber im Moment auch nicht unbedingt so. So, und das obere, das hatten wir ja auch schon. Das haben wir ja schon von ihr erfahren. Ich drehe mal eine kleine Runde. Wir sehen uns später. Bis bald. So, dann gehen wir doch noch mal zu dem Fotoautomaten. Da schauen wir doch noch mal, ob wir irgendwie da rankommen. Schauen wir mal, ob Lukelani recht hat. Mann, ist das dunkel hier. Vielleicht liegen in der Mitte ein paar Chips. In der Finsternis wird wohl niemand viel gesehen haben. Aber wie zu erwarten war, finde ich in Armreichweite nichts. Schade. Und wir haben ja auch nichts, was uns da jetzt irgendwie helfen könnte. Außer Little Demon holt uns welche. Ich soll den Affen da runterkriechen lassen, damit er einen Chip nimmt und ihn mir gibt? Das wäre der erste Platz in jedem Unsinns-Ranking. Aber in meiner besonderen Lage, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon größeren Unfug getrieben und es hat gut funktioniert. Wie ich ihn kenne, hat das Ganze keinen Sinn. Aber was soll's. Komm schon, Kleiner. Mal sehen, ob du Onkel Brian einen Chip bringst.
So ist es gut, mein kleiner Satansbraten. Rein da! Kratzt er nur so am Boden oder hat er mich verstanden? Hallo! Das ist gut. Aber... Noch ein Whisky, du Suffkopf? Nein? Mal sehen. Bier. Na gut. Haariger, mafiöser Erpresser. Das Kerlchen ist ja ein kleiner Picasso. Ich habe wohl keine Wahl. Ich muss dem Engelchen ein Bier organisieren. Na, dann machen wir das mal. Allerdings erst im nächsten Video. Die Zeit ist nämlich schon wieder um. Also bis dann. Tschüss.